6 oder so. Der Kumpel von gestern, von dem ich euch erzählt habe, der hat mich zum Frühstück eingeladen. Aber erst in 3 Stunden. Was mache ich bis dahin? Verhungern. Habe ich in meinem morgendlichen Wahnsinn einfach bei dem Mega-Deal gefunden. 1. bis 3. November, 35 Euro Flug nach Mallorca und 57 Euro Unterkunft. Sollten wir das buchen? Ich finde, wir sollten das buchen, oder? Wie steht ihr dazu? Ich glaube auch, ihr würdet mich für wahnsinnig erklären, wenn ihr wüsstet, wie viel Zeit ich damit verbringe auf irgendwelchen Plattformen, wie zum Beispiel jetzt so Skyshare oder keine Ahnung, wie das heißt, verbringe, um nach irgendwelchen Angeboten zu suchen, wo man irgendwie ein bisschen mal wegkommen kann für irgendwie einen akzeptablen Preis oder sowas. Wobei, akzeptabler Preis ist natürlich auch was anderes, weil das war jetzt oder ist jetzt super günstig. Aber selbst da, wenn ich mir das jetzt irgendwie so rausgesucht habe, bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das überhaupt buchen soll oder so. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sowas denn vorher bucht, dass man irgendwie einen guten Preis oder so bekommt, dann hat man das sozusagen schon mal so in der Hinterhand, dass man schlussendlich, wenn es dazu kommen sollte, dann den Urlaub auch antreten kann und mal irgendwie ein geiles Wochenende irgendwo hat für Geld, was man sonst, ich sage mal, für andere Sachen ausgibt, die vielleicht nicht so cool sind wie mal so ein kurzer Spontantrip oder irgendwie sowas, wisst ihr? Deswegen schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Manchmal weiß man ja nicht so ganz, was verrückt ist und was nicht verrückt ist. Und die ganze Zeit immer nach so Sachen zu suchen, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, da ich ja überlegt hatte, dass ich jetzt bei Social Media irgendwie mal so ein bisschen das so wie mit den Post-its mache, dass ich einfach jeden Gedankengang, den ich irgendwie visualisieren möchte, rausgebe. Dann, ja, diese Urlaubsgedanken gehören immer eine ganze Menge mit dazu. Und schreibt mir das gerne, wenn euch das irgendwann auf Keks gehen sollte. Ja, aber im Moment. Finally habe ich mich jetzt irgendwie mal gesammelt hier und werde jetzt meine müden Beine dazu bewegen, nochmal mit dem Hund eine kleine Runde Gassi zu gehen und zumindest so die ersten 5000 Schritte mal für heute zu machen. Und ja, also wie ich euch das schon gesagt habe, ich will so ein bisschen mehr posten und werde euch dann so ein bisschen mehr über den Tag auf dem Laufenden halten, was hier gerade so unterwegs ist und das irgendwie mit einem guten Gedankengang jedes Mal versehen, wo ich euch irgendwie was erzählen kann. Aber ich sage es lieber noch einmal, wenn es euch denn irgendwann zu viel wird, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Soll ja nicht zu verrückt werden. Aber ich dachte mir, ist halt irgendwie auch eine witzige Idee, so dass man das so ein bisschen so raw, wie ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ein FaceTime oder so mit Julius machen würde, dass man euch das einfach so erzählt, was ich meinen Freunden auch erzählen wollen würde und dass man prinzipiell immer so ein bisschen mehr Kontakt zueinander hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, aber wie gesagt, schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare und ich werde jetzt mit dem Hund eine große Runde Gassi gehen und meine müden Beine mal ein bisschen bewegen. Ansonsten bis gleich, würde ich mal so sagen. Oder demnächst.